Hallo. Draußen scheint die Sonne, aber ich will mich einfach bloß verkriechen. Nichts hören, nichts sehen. Decke über den Kopf und einfach weg. Vielleicht geht's euch ähnlich. Seit Wochen keine Schule mehr, kein Kindergarten. Mama! Mama, kannst du mir mal bitte helfen? Aber die Arbeit muss ja trotzdem weitergehen. Letzte Woche war Ostern. Wir haben gefeiert, dass uns Gott neues Leben schenkt. Und zwar nicht bloß, wenn wir tot sind, sondern Ostern ruft uns, aus unseren irdischen Gräbern heraus aufzustehen zu neuer Lebendigkeit. Also, ich habe das letzte Woche verkündet. Aber wie krieg ich jetzt meinen Hintern hoch? Wie komme ich jetzt dahin? In einer der Lesungen für den heutigen Sonntag verkündet der Prophet Jesaja: Der Herr gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Schön wär's, oder? Ich vertraue auf Gott und schon habe ich neue Kraft. Das ist ein bisschen so wie bei Asterix und Obelix und dem Zaubertrank. Brauchen könnte ich es wirklich. Aber Gott ist kein Zauberer. Aber den Glauben an ihn, den haben Menschen seit Jahrhunderten immer wieder als Medizin für die Seele bezeichnet. Weder Zaubertrank noch Medizin helfen allein dadurch, dass ich weiß, dass es sie gibt. Asterix und die Gallier, die müssen vom Zaubertrank kosten, damit sie seine Wirkung spüren. Vielleicht ist es mit Gottes Verheißungen ja ähnlich. In meinen trüben Gedanken und meiner Erschöpfung hält mir Gott vor Augen, was ich erleben kann. Kraft, Lebendigkeit, Leichtigkeit. Gott erinnert mich daran, dass seine Stärke in mir lebendig ist und dass sie zum Vorschein kommen will. Aber damit ich laufen kann, muss ich zuerst mit dem Gehen beginnen. Um zu fliegen, muss ich den Absprung schaffen. Und um zu neuer Kraft zu kommen, brauche ich Raum für mich und Zeit, damit ich entdecken kann, was meine Seele gerade braucht. Im Vertrauen auf Gottes Kraft in mir stehe ich auf. Mama bleibt Mama und die Arbeit wird nicht weniger. Aber jetzt bin ich mir wieder sicher, dass ich für meinen Seelenraum kämpfen kann. Diese Kraft, die schenke euch heute und in der kommenden Zeit Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.